Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Noch einmal ganz kurz zu gestern. Mir ist es echt schwer gefallen, dann bei der Überschrift 500.000 Gütertransporte zu bleiben, wie ich es in der Folge angekündigt hatte. Denn wir haben eigentlich viel mehr gemacht. Man hätte noch sagen können, erster Zug in Doppeltraktion. Haben wir bei unserer Bretteranlieferung gemacht. Oder wäre noch eine Alternative gewesen, Grunderneuerung in Klingenberg. Also da ist einiges geschehen in der Folge, was sich für einen Folgentitel geeignet hätte. Oder was für einen Folgentitel geeignet gewesen wäre. Da ich die ganze Zeit in der Folge von den 500.000 Gütern gesprochen habe, habe ich es so genannt. Oder habe es dann so belassen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie das hier aussehen sollte und wie wir es jetzt machen. Wir werden von Palenberg nach Klingenberg auf jeden Fall eine Zuglinie machen. Dann, also ob das alles heute ist, müssen wir gucken. Von Palenberg nach Hilden kommt eine Linie, das werden wir auch als erstes machen. Und da wir in Hilden jetzt mit dem Bahnhof anfangen, müssen wir auch beachten, wie viele Gleise wir haben wollen. Denn wir haben geplant, Hilden sollte noch nach Alpiersbach eine Linie kriegen. Hilden sollte noch nach Frankenberg eine Linie kriegen. Und, wie gerade gesagt, nach Palenberg. Also brauchen wir 3 Gleise, weil es immer die Endstation sein wird. Dann gucken wir mal, dass wir... Oder wo wir hingehen. Was heißen denn hier die Zahlen eigentlich? Also ich wollte das Fenster gar nicht sehen. Aber was heißen denn die Zahlen? 1, 2, 3, wie viele Personen sich da gerade aufhalten? 1, 2. Also wenn ihr wisst, was die Zahlen bedeuten, schreibt mir das gerne. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte nämlich hier gucken. Weil alles, was halt nicht eingefärbt ist, sind halt unsere Wohngebäude. So, wo machen wir uns hier nichts beim Stadt oder nichts am Stadtbild kaputt? Dann überlegen, hier unten den Bahnhof hinzumachen, dass wir so um die Stadt herumfahren können. Und ich glaube, das sähe auch schön aus, wenn wir nach Alpiersbach und nach Frankenberg wollen, hier durch den Berg durchfahren und im Berg verschwinden. Und wir kriegen einen neuen Bahnhof. Aber diesmal komplett und nicht nur teilweise, wie wir das auch schon... Wie es auch schon der Fall war. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, wir wollen Wände am Bahnhof aber auch. Eine breite Straße haben. Die ich noch damit verbunden. Ja, dann haben wir jetzt hier eine große Kreuzung. Ich mache erstmal jetzt den Bahnhof, um zu gucken, wie breit wir werden. Also 320 Meter ist auf jeden Fall klar. Über die Anzahl der Gleise haben wir ja schon gesprochen. Und ich entscheide mich gerade um. Ich werde jetzt... Ich finde das einfach schöner aus. Wir werden hier die Buslinie machen. Aber ich hätte auch mal wieder Bock auf Tram, muss ich sagen. Dann machen wir das. Man soll immer das machen, worauf man Lust hat. Vor allem beim Zocken. Da haben wir auch so viele neue Trams schon gehabt. Oder immer mal wieder kam mal eine rein, die neu ist. Da werden wir das dann so machen. Und was ich jetzt noch machen wollte, wenn es passt, ja, funktioniert. Ich werde erstmal auf automatisch das Ganze lassen und wir verändern das dann einfach. Gut, das haben wir soweit. Dann möchte ich mich jetzt erstmal der Herausforderung stellen, hier in Palenberg, wo wir hier einen Bahnhof bitte hinmachen wollen. Also ich habe mir auch schon eine Gedanken gemacht zu den Zügen. Muss ich einmal ein Depot finden. Und zwar möchte ich die S-Bahn benutzen. Wir werden
Das ist jetzt dann anders als eigentlich geplant. Wir werden von Klingenberg über Palenberg nach Hilden fahren, also dass wir drei Städte haben. Ich habe ja gesagt, eine Stadtbahn ist eigentlich immer nur mit zwei. Wenn sich zwei Städte oder wenn zwei Städte verbunden werden. Aber ich möchte halt die hier benutzen. Deshalb wollte ich jetzt einmal gucken. Also 70 Meter ist das Ganze lang. Wenn wir das in Doppeltraktion machen, sind wir dann bei 140 Metern. Im Zweifel machen wir mehrere Züge, aber wir wissen jetzt, wie lang hier der Bahnhof sein muss. Heißt, wir können ruhig 160 Meter nehmen. Ist nicht allzu lang. Den kriegt man vielleicht noch irgendwie untergebracht. Vielleicht. Jetzt am schönsten wäre hinten bei den Wohngebäuden. Ich glaube, ich mache den sogar ein bisschen außerhalb der Stadt. Was ist das denn hier für eine Fahrt? Ja, oder hier wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Aber wir kriegen den Bahnhof 2 hier hin. So, dann müssten wir die ganze Ecke abreißen. Und hier müssten wir auch richtig viel abreißen. Also das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, wo packen wir dich hin? Wir haben einfach nicht mehr die Möglichkeit, hier rauszukommen. Das ist halt auch wieder eine Insel. Ähnlich wie bei Tana. Und die ist schnell zugebaut. Hier hätten wir zwar Platz, aber die Gleise dürfen wir nicht vergessen. Den Gleisen machen wir uns alles kaputt. Das ist natürlich schade, dass wir jetzt so spät erst den Bahnhof machen, wo wirklich alles hier zugebaut ist. Ich glaube, ich würde den sogar hier hinten hinbauen, den Bahnhof. Und einfach hier außen rumführen. Na gut, wenn du da an diesem Stückchen Straße hängst, musst du leider weg. Der Bahnhof halt ein bisschen außerhalb der Stadt, aber vielleicht möchte die Stadt ja dann noch hier bauen. Dann wäre hier natürlich jetzt noch eine riesige Fläche für Grundstücke. Das machen wir auf jeden Fall. Also, ja, das können wir später machen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt gebaut wird. Ich möchte jetzt eigentlich die ersten Gleise haben. Gucken, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar möchte ich einfach hier ganz... Also möchte ich einfach mich hier hinten lang führen. Hier müssen wir schneller fahren. Einfach hinter den Industriegebäuden lang. Oh, das könnte eng werden. Aber ich kenne mich ja mittlerweile mit dem Planieren aus. Dass das jetzt gehen sollte. So, dann kriegen wir den Strand hier wieder hin, dass das ein bisschen niedriger wird. Ja, so eine kleine Küste kriegen wir hier sogar wieder hin. Ich glaube, dafür muss ich hier dann allerdings wieder was wegnehmen. Ja, hier muss ich nochmal hin. Dann müssen sie auf der anderen Seite Urlaub machen, wenn sie nicht die Schienen sehen wollen. Na komm, wir fahren geradeaus. Wenn wir so drüber kommen. Gucken, wo der Bahnhof ungefähr ist. Also
Wir fahren erstmal über die erstmal hier über die Straße rüber. Und machen das zweite Gleis in die Richtung zu Ende. So, die Linien will ich heute auf jeden Fall noch ans Laufen kriegen. Müssen wir mal gucken. Ich habe gerade, als ich gerade ausgeguckt habe, habe ich hier diese Fabrik gesehen. Die könnte natürlich, ja, die ist so natürlich jetzt genau im Weg. Und dann fahren wir die einfach. Das ist ja kein Beinbruch. So, ich habe jetzt das rechte Gleis. Hier werden wir einfach eine Schiene machen. So, wie teuer wird das jetzt, wenn ich das verbinde? Millionen und wir fahren bestimmt nur 90 km/h. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Und wir sind auch noch zu niedrig, weil wir haben das Schiffsverkehr. Millionen? Oh Gott. Ja gut, aber das, dem war ich mir ja bewusst. Also dass es nicht so teuer wird, ich möchte das auch eigentlich so hoch haben. Nicht nochmal ein niedriger, wie es war. Aber hier die 91 Millionen ist natürlich eine Menge Geld. Gucken wir mal, was die zweite Reihe kostet. Oh, nee, jetzt bin ich da ja bei 90 km/h. Guck mal, ich krieg alles wieder. Ich das jetzt ganz schnell abreiße. Machen wir Pause, nicht, dass die an Wert verlieren. Sehr gut, dann verstehe ich auch die Brückenpfeiler. Vision. Wenn das so aussieht hier. Da nicht dran gewesen? Anscheinend nicht so wirklich. So, dann ja, versuchen wir das Ganze, dass das diesmal dran ist. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, wurde nochmal gleich teuer. Und jetzt will ich das hier nicht so machen, wie ich es gerade angedeutet habe. Ich möchte es ein bisschen schöner gerne haben. Das so hier aussieht wie so ein Abstellgleis und da ist einfach eine Weiche drauf. Das gefällt mir ein bisschen schöner als das, was ich gerade da angedeutet hatte. So, dann haben wir das schon mal. Die Verbindung drüben zum Bahnhof haben wir ja auch. Da brauche ich allerdings auch noch eine Weiche. Wenn ich das jetzt erstmal nur für eine, also wenn ich jetzt erstmal nur die verbinden möchte. Wo wir halten, ist eigentlich egal. Dann machen wir da was, wenn ich möchte. Und so, dann halten wir jetzt einfach rechts. Und können dann wieder zurück.
Frage, wo machen wir hier vielleicht mal den Güterbahnhof hin? Könnte ich mir vielleicht auch in der Ecke gut vorstellen. Ich gehe nämlich gerade schon in Gedanken, oder ich gucke gerade in meinen Gedanken schon nach einem neuen Zugdepot. Das heißt, die Gleise werden dann vielleicht ungefähr so rübergeführt. Dann könnte man hier ein Depot hin machen, dass wir in alle Richtungen auf die Gleise kommen. Jetzt hier eine Doppel- oder wenn jetzt hier eine Weiche geht, perfekt, kommen wir auf beide Linien. Das Ganze wäre ganz gut, wenn das hier noch funktionieren würde. Ne, das ist zu. Oder ist die Kurve zu eng? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt groß was verändert habe. Ne, vielleicht immer noch nicht. Ne, will er nicht. Okay, dann. Das eine Idee habe ich noch. Sonst muss ich das akzeptieren. Wenn ich hier rüber gehe. Ah ne, es ist viel zu eng. Weil wir hier jetzt relativ gerade rankommen. Ah, vielleicht. Ne. Dann so, und jetzt müssen wir gucken, ob wir die auch noch dazu kriegen. Ja gut, das Depot wandert immer weiter nach außen. Möchte ich eigentlich, dass das in der Mitte ist. Und wir auf die anderen beiden Gleise rüberfahren können. Ich glaube, das ist aber besser, wenn das an einer Seite ist. Jetzt könnte man das hiermit nämlich lösen. Man muss jetzt. Machen wir das so und setzen jetzt einfach das Depot. Ja, sieht nicht schön aus. Hatte ich mir auch ein bisschen schöner vorgestellt. Ich habe es ja auch am liebsten, wenn das Depot irgendwo in der Stadt ist und nicht so weit außerhalb. Aber jetzt haben wir beide Richtungen offen und hier alle Gleise. Und hier auch alle beiden Gleise. Was wir jetzt noch machen könnten, wenn es geht. Kommen wir rüber. Ja, dann machen wir es doch nochmal ein bisschen realistischer. Dann kommen die Leute auch zur Arbeit. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten für den Nahverkehr in den beiden Städten. Und hier müssen wir dann auch noch die Straßen bearbeiten. Ja, wir machen einfach alles. Nicht nur Wohngebäude, sondern alles. Und wir machen einfach eine Ringlinie. Ah, vielleicht auch in zwei Richtungen. Wir haben ja auch zwei Haltepunkte. Ah, hier fahren wir ruhig. Naja, haben wir den da. Ja, das sind keine Wege zum Laufen. Mal eben an 5 Gebäuden vorbeilaufen, um zur Arbeit oder zum Haus zu kommen. Das ist ja gar kein Weg. Reicht das eigentlich schon an Gebäuden? Mache ich jetzt erstmal die Linien. Wo haben wir sie?
Und wir können auch direkt die 30er Straßen jetzt in 50er Straßen umwandeln, falls es hier auf der Strecke welche gibt. Ne, gibt's nicht. Straßen. Ja, elektrisch. Die Hauptstraße möchte ich eigentlich schon groß haben. Die habe ich automatisch gemacht, weil da fährt keine Tram her, obwohl wir gerade dabei sind. Vielleicht fährt da mal irgendwann eine her. Schon wieder mit der Straße weitermachen. Jo, haben wir's. Da kann es ruhig so bleiben. Das stört mich nicht. Könnten wir noch mal eben, dass das besser passt, das hier noch verbinden. Gut, dann machen wir hier oben in der Ecke das Tram Depot hin, weil das so weit außerhalb ist. Da drehen wir das mal um. Ach nee, also wir schütten überall so viel auf, deshalb das will ich gerade nicht. Dann kommt es hier hin. Fahrzeug kaufen. Jetzt will ich hier mal bei den neueren gucken. Ich glaube, die letzte, die wir hatten, war Toronto. Die hier. Die glaube ich nicht. Glaub, oder die Mirage. Heißt von... Die war zu groß. Also 1966 ist die jüngste, die wir vielleicht mal hatten. Das ist eine Mod. Das sind alle, die aus in Bochum fahren. Ach ne, oh. Achso, ne, doch nicht. Die fahren in Bochum. 86 Kapazität. Da, die kann man ja zwischen unseren Städten fahren lassen. Das könnte man als statt Ferntrams könnte man die benutzen. Haben sie die auch gefärbt? Ne. Okay, die sind zu groß. Also wenn, würde ich hier 27 vielleicht nehmen oder 20. Haben wir nochmal 27, hier haben wir 25. Ich will was Neueres. Ich nehme erstmal eine pro Linie. Mit ein bisschen Leben. Nach Hilden kommt, da reicht erstmal eine. Oh, hier wird aber nochmal gut produziert. Aber Fahrzeug kriegt alles mit. Beziehungsweise das Schiff. So, wie sieht hier unsere Busversorgung aus? Wir haben eine Buslinie. Wir haben mehrere Buslinien. Ich würde das auch erstmal so lassen und generell nochmal neu machen wollen. Kann ich noch nicht genau sagen, wann und wie. Erstmal muss die Linie dann auch noch fortgeführt werden. Dass wir jetzt... Zwei Haltepunkte reichen ja dann. Hier machen wir mal ein paar mehr Buslinien, glaube ich. Wenn wir das dann final machen. Aber damit ich das jetzt nicht alles eben umlegen muss und die Linien neu machen muss, ihr seht ja, in was für einem Stadtgebiet wir uns damals befunden haben und wie groß das jetzt ist, mache ich jetzt eine Linie von hier nach hier und nenne das einfach erstmal Palenberg natürlich. Bahnhofstransfer. Dass man von dort aus zum Bahnhof kommt. Und ja, da können wir uns ruhig mal den angucken. Okay, der sieht aber schon ganz modern aus. Oh, das war aber knapp. Oh.
Das hätte in Deutschland Gehupe gegeben. Rechts vor links nicht beachtet. Dann noch so reingezogen. Oh, hier ist aber auch ganz... ganz wenig Platz. Ja gut, dann haben wir das. Dann können wir jetzt die Linie machen. Ich fange hier an, weil wir ja nach auf der anderen Seite noch weiterführen. Also jetzt ist es erstmal die S-Bahn von Hilden nach Hallenberg, aber das wird dann noch abgeändert nach Klingenberg, wenn die Strecke einmal soweit ist. Und wir kaufen jetzt die S-Bahn, die wir uns ja schon angeguckt haben. Hier haben wir auch noch welche. Stuttgart, Rhein-Main, Köln und normal. Ich bin, die ich kenne, müsste Rhein-Ruhr sein. Ist da ein großer Unterschied? Ne, gar keiner. Die unterscheiden sich aber kaum, ne? Ich glaube, ich bin immer, Rhein-Ruhr müsste der sein, der in Dortmund hält. Dann nehmen wir den. 36 Kapazität ist natürlich auch nicht gerade wenig für diese Strecke. 3 Millionen Betriebskosten auch nicht. Aber Hilden hat auch das Potenzial zu wachsen. Mit insgesamt 3 Zuglinien, die da enden. Und wir sind lange nicht mehr mitgefahren. Und ich möchte das gerne mal sehen, wie das dann auf so einer Brücke aussieht. Wie schnell fährst du? 140 km/h ist auch nicht gerade langsam. Oh, auch mal eine ganz andere Perspektive. Sonst sind wir immer direkt davor. Ach, sogar genau mit dem Strich, also das passt perfekt. Mit der Linie. Wo platzieren wir uns denn jetzt? Also ganz habe ich das noch nicht raus mit dem der Kamera. Ich glaube, das wird dann so das nächste, wo ich mich reinfuchsen muss. Ich komme nicht nach vorne. Ich glaube, das ist der Punkt, dass ich nicht nach vorne komme. Dann nehmen wir oben drauf Platz, würde ich sagen. Bei vorne hat man jetzt nicht viel gesehen. Ich denke mal, das ist so ein Kamerapunkt, um den man sich dreht. Und der ist bei dem Zug im Führerhaus gesetzt. Den wir gerade ganz am Anfang gesehen haben. Deshalb komme ich jetzt nicht weiter nach vorne. Ne, kriege ich nicht hin. Dann fahren wir so mit. Dass jetzt natürlich noch keiner mitfährt, ist klar. Okay, man hat auf jeden Fall kein schönes Erscheinungsbild, wenn man hier rechts guckt. Da sieht man irgendwas mit Ölindustrie und da links ist richtig was los mit den 8 Türmen, wo richtig Qualm rauskommt. Und das sind 140 km/h. Die Brücke ist so lang. Also mir kommt das gerade vor, als ob wir schleichen würden. Und wir fahren 140 km/h. Also, oder kommt euch das schnell vor? Also mir kommt es nicht schnell vor. Und dann 140 km/h. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir eine Errungenschaft gekriegt haben, dass wir das erste Mal 120 km/h erreicht haben. Das ist noch nicht allzu lange her. Aber auch jetzt, also wenn man jetzt, wo der Schornstein weg ist, ist auch eine schöne Skyline. Und sich anguckt, wie viele große Gebäude da sind. Und vor allem, man fährt mit der Bahn gar nicht Richtung den Gebäuden. Man fährt zwar jetzt nach Hallenberg, aber man lässt einfach die Stadt erstmal links liegen und fährt dran vorbei. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Bei Transport Fever 1 ist man ja immer genau mitten reingefahren, weil sich alles da geknubbelt hat. Ist auch ganz nett. An manchen Stellen hätte ich das auch ganz gerne wieder. Oh, hier ist aber auch eine interessante Linienführung. Mit dem Hubbel, der da noch drin ist. Dann geht's ganz steil nach oben. Dann geht's in den Bahnhof rein. Ja, ist eine interessante Strecke auf jeden Fall geworden.
Gehen hier sogar die Türen auf? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Man sieht es nicht, der Berg ist im Weg. Dann kriege ich die Position nicht hin. Ja, gucken wir noch einmal, ob da überhaupt jemand hin möchte. Ne, bis jetzt noch nicht. Keiner möchte nach Hilden. Vielleicht umgekehrt mittlerweile. Dass sich da was getan hat. Ja, es warten auf jeden Fall welche schon an den Bahnhöfen. Und hier haben wir auch schon 6 Personen, die nach Fallenberg wollen. Die hat noch, glaube ich, vorher gar keinen Anschluss. Die wollen mal nach einigen Jahrzehnten mal was sehen von der Welt. Jetzt dürfen sie raus. Aber das war's dann fürs Wochenende. Wir haben den ersten Bahnhof in Hilden gemacht. Also in Hilden ist jetzt auch die Quarantäne beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.